Ja, Reich Richter. Wir nennen Reich Richter öfters als, oder wir bezeichnen Reich Richter als Persona, weil wir natürlich keine Gruppe sind. Es ist ein bisschen schwierig, das zu beschreiben. Wir arbeiten immer zusammen. Also wir arbeiten an allen Projekten gemeinsam, und zwar von Beginn bis zum Ende. Und deswegen sind unsere Projekte intern immer schon auch Dialoge, also Kollaboration per se. Und dann darüber hinaus arbeiten wir auch mit anderen Leuten zusammen, natürlich mit anderen Künstlern und viel auch mit Menschen, die wir an Orten treffen. Aber dieser innere Dialog ist eigentlich, was uns aus, also was Reich Richter stark prägt. Weil wir ja jetzt schon mehrere Jahre zusammenarbeiten, hat so ein Lernprozess stattgefunden. Und dieser Lernprozess hat uns gezeigt, dass wir genau dann eigentlich erst anfangen, weiterzukommen. Wenn dieses andere Ich sich da reingrätscht und nicht gleich irgendwie ausgedreht wird, weil das irgendwie nicht passt in der Linie. Und wenn man das erstmal zulassen kann. Und dann merkt man, dass da eigentlich was dazu kommt, was absolut dem eigenen auch entspricht, bloß völlig anders formuliert ist. Ja, es ist einfach ein kompliziertes Wechselspiel zwischen Egos natürlich, die man immer noch hat und die aber halt in diesem ständigen Dialog auch herausgefordert werden und dann eben einfach im besten Fall auch irgendwann zurücktreten. Und ich meine, in der Kunst gibt es ja die Reflexion über die Autorenschaft schon sehr lange und auch viele Strategien, damit umzugehen, mit also die Identität, dieses die Idee, dass Kunst der Ausdruck einer Identität oder Persönlichkeit ist, dass man diese eher 20. Jahrhundert-Vorstellung von Kunst überwindet. Aber das ist natürlich nicht, passiert nicht von alleine. Das ist einfach eine Sache, die trainiert werden muss, die entwickelt werden Du meinst muss. einer einzigen Persönlichkeit eines Genius? Ja, Genius oder Hm. eben einfach der Autor. Also was ist Hm. auf einer anderen Ebene unserer Arbeit, nämlich dem Verhältnis von unserer Kunst und den Rezipienten oder aber auch den Menschen, die während der Produktion oder während der Recherche teilnehmen, gibt es ja eine Art Spiegelung davon. Also wir suchen ja auch bewusst solche Arten von Projekten und bauen die Projekte so auf, dass wir auch da wegkommen von der Gefahr, uns zu sehr festzusetzen auf den Gewohnheiten, auf den ästhetischen Gewohnheiten, auf den technischen Fähigkeiten, die man gelernt hat. Also es ist ja immer das Spiel, dass man die einerseits braucht als Erfahrungsschatz, aber dann muss man sie sozusagen auch loswerden wieder. Und das ist natürlich nicht einfach. Also manchmal geht's eben schwieriger. Und da ist, wie Rebecca das sagte, die ständige Reibung, die in unserer Reich-Richter-Struktur implementiert ist, dann einfach eine tägliche Übung. Für mich ist diese Gender-Debatte eine Debatte, die muss man eigentlich, da müssen wir dahin kommen, dass wir die nicht mehr führen, klar. Und die führen wir eben damit dann nicht mehr, wenn wir nicht mehr, wenn wir diese Unterscheidung nicht mehr machen. Und in dem Moment, wo wir immer sagen, ja, wir Frauen oder wir Männer, hört das halt mit dieser Unterscheidung nicht auf. Also, dass wir wegkommen von diesen Kategorien. Also uns fällt uns halt leichter, die Welt zu fassen, wenn wir eben gerade aus unserem Sprachsystem heraus, wenn wir die Dinge so benennen können. Und das führt dazu, dass wir das dann in irgendwelche kleinen, ja, in so Bereiche packen, so das gehört alles dazu und dazu gehört das aber nicht. Und diese Kategorisierung, die ist hilfreich, aber eben auch, wenn man dann darauf hocken bleibt, dann wird sie einengend. Und ich glaube, was du meinst, ist, dass diese Grenze dieser Schublade, dass die irgendwie sich auflöst und die löst sich eben darin auf, dass man sagt, ich habe diese Schublade nicht mehr. Und das spiegelt sich auch wiederum auf einer anderen Ebene der Kunstwerke. Also
Vorhin meintest du, du hast dir unser Portfolio angeschaut und würdest uns als Multimedia-Künstler einordnen. Und es ist aber auch da eher so, dass wir uns eher in der Negation der Kategorien verstehen. Also, dass wir halt, also es ist halt immer noch so, dass halt in der Kunstwelt in vielen Bereichen die Kategorien immer noch aufrechterhalten werden. Aus Tradition, aus pragmatischen Gründen. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir dort auch dagegen arbeiten. Also, dass wir uns davon freimachen wollen. Also, Reichrichter zu identifizieren, ja, ihr seid Maler oder ihr seid Installationskünstler oder ihr seid Videokünstler oder New Media oder so. Da kann ich immer nur sagen, ja, bin ich. Manchmal. Manchmal, ja. Klar, jetzt ist das große Thema Maschinenlernen und AI. Es gibt ja noch einen älteren Begriff, der das auch versucht zu beschreiben, nämlich die Tacit Dimension, also im Englischen, ich kenne nur den englischen Begriff, dass sozusagen den gesamten Bereich menschlicher Erfahrung und menschlichen Wissens umfasst, der sich nicht mittels Sprache vermitteln lässt. Wir suchen das oft eben in der Stadt, also in der Struktur der Stadt, in Räumen in der Stadt. Für uns gibt es eigentlich zwei grobe Arbeitsphasen. Und die eine Arbeitsphase ist die, wo wir uns Orten und Umgebungen ausliefern. Und nicht nur ausliefern, also mit dem, was wir physisch und emotional aufnehmen können, indem wir selber vor Ort sind, sondern natürlich auch, was dann passiert, wenn wir länger vor Ort sind, dass wir dann immer auch schauen, dass wir Leute ansprechen, die da immer wieder kommen oder die uns da begegnen. Also auf diese zufälligen Begegnungen stoßen, um dann mit den Leuten dann Interviews führen zu können und mit ihnen über so alltägliche Routinen zu sprechen. Also um nochmal so eine andere Perspektive zu bekommen. Also uns interessiert es eigentlich immer, vielleicht auch ist das auch eine Ursache, warum wir irgendwann mal zu zweit kamen. Ich glaube, wir sind beide davon immer so irgendwie angetrieben, diese verschiedenen Perspektiven, also also dass wir nicht auf unseren eigenen Sichten so sitzen bleiben. Und das ist so ein, und dann, wenn man eben so fremd ist, dann interessiert einen natürlich, also du sitzt hier jetzt, wir sitzen hier und jetzt interessiert jemanden, also interessiert uns, ja, wenn ich jetzt jeden Tag hier oben in die Schule gehe, wie fühlt sich dann dieser Innenraum hier an? Ja, wir nehmen ihn jetzt hier als Filmkulisse und was ist es für einen Studenten hier? Werden hier irgendwelche, ja, welche Rolle, welche emotionale Beziehung oder auch funktionale Beziehung hat er zu dieser Stelle jetzt hier und auch welche Projektionen? Und dann versuchen wir eben an diese Leute zu kommen und mit den Leuten diese Interviews zu führen. Diese Interviews nehmen wir auf. Wir gehen in Bibliotheken, wir gehen in Archive, um zu recherchieren auf so einer Ebene, also so einer geschichtlich-historischen Ebene. Das Material, was wir dann haben, um das Material dann zu bearbeiten, verlassen wir die Stadt und auch eigentlich das Land, manchmal sogar auch den Kontinent und kommen ganz woanders hin. Und da baut sich dann eine Distanz auf, die ganz, ganz entscheidend auch ist. Also, auch eine zeitliche. Also das ist wirklich, es ist nicht nur also kulturell einen Kontrast zu haben, wo man dann sich mit dem Material neu beschäftigt und räumlich, sondern auch zeitlich. Also wir haben festgestellt, dass man braucht diese Fremdheit von dem, was man so in diesen Wochen und Monaten des Fieldworks tauchen wir ja ein und es baut sich eine gewisse Vertrautheit auf. Also wenn auch nur anfänglich, aber die ist auf jeden Fall gelebt. Und die spiegelt sich auch in dem Material und in dem Verhältnis zu dem. Also Material ist dann Foto, Video, Audioaufnahmen, Zeichnungen oder Objekte. Und dann braucht es aber wirklich dann eine Entfremdung wieder, um auch ohne Sentimentalität und mit einer gewissen Kühnheit, dann mit dem Material neu zu arbeiten. Sichten, transkribieren, zerschneiden,
Wir schneiden also sowohl digital, also das Audiomaterial wie das Videomaterial, die Fotografien kopieren, zerschneiden. Wir nehmen Pläne, wir machen Collagen. Es ist also eine Frage, also dieser Prozess der Fragmentierung ist da ganz wichtig. Und dann wird aus dieser Fragmentierung diese neue Collage, eine neue Collage gebaut. Und dieses Bauen findet wiederum im Ausstellungsraum statt. Und dieser Ausstellungsraum ist wirklich ist nicht die Hülle, in das ich jetzt mein fertiges Kunstwerk, hier stehen viele Objekte, wird das Objekt transportiert und da reingesetzt, sondern wir führen da eigentlich unsere Arbeit auf. Also wir müssen selbst vor Ort sein und für uns ist es gut, je länger Zeit wir haben, umso besser. Was wir da suchen, ist, dass wir diesen Raum auch wieder so kennen. Also, dass wir den auch wieder physisch kennen. Also nicht nur so rational von einem Plan und Fotografien, die uns geschickt werden, sondern dass wir, weil wir ja auch mit Licht arbeiten, mit Video, mit Projektion, und dass wir wirklich wissen, wie ist das Licht? Und wie klingt der Raum? Und was sind da für Verhältnisse in diesem Raum für Sichtbeziehung, für Blickbeziehung? Und was passiert? Was hat der Raum überhaupt für eine tägliche Dynamik? Und das spielt bei uns eine große Rolle in der Installation der Arbeit und auch schon noch Komposition, die findet vor Ort noch statt, die letzte Komposition. Der Raum des Ausstellungsraums wird dann in dieser letzten Phase auch zu Material. Mhm. Also der ist eine gleichwertige Materialebene wie die Fotos oder eben das, was wir halt von diesem anderen Ort, von dieser Site herausgearbeitet haben. Mhm. Und erst durch das Zusammenbringen und Verflechten mit dem konkreten Non-Place, Nicht-Ort der Galerie oder des Ausstellungsraums, wird dann eigentlich erst das Kunstwerk, also baut sich auch die Spannung auf, die wir anstreben. Das ist natürlich schwierig dann zu transportieren, wenn es vorbei ist. Ja.